Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem kleinen neuen Projekt hier auf unserer Scots Training Area. Wir haben heute vor, mal eine Ausbildung zu machen, wie sie bei uns abläuft. Und ich werde jetzt mal unseren Colonel abholen und schauen, ob der neue Prüfling schon eingetroffen ist. Unser Colonel Ekena Abena ist hier drüben im Hauptquartier. Und da werden wir jetzt mal hinwandern und werden mal schauen, ob der schon da ist. Schönen Guten Morgen, Morgen. Herr General. Guten Morgen, Colonel. Ich habe gehört, wir haben heute einen neuen Prüfling, der unsere Ausbildung durchlaufen wird. Ja, richtig. Folgen Sie mir mal. Und zwar ist das der Herr Stolensky, der heute seine Grundausbildung macht bei uns. Herr Stolensky, okay. Wo ist der jetzt zurzeit? Ich vermute mal, dass er wie alle faulen Rekruten noch schläft. Da würde ich sagen, Deswegen werden wir ihn jetzt erstmal abholen. Gut, dann machen wir das einfach. Das ist nämlich eine gute Gelegenheit, dass ich mir das Ganze mal anschauen kann, wie so eine Ausbildung bei uns abläuft. Oh, schon schön alles aufgebaut hier. Der wurde wohl schon eingekleidet und gemustert soweit. Ja, der ist gestern Abend angekommen. Ach so, okay. Ja, gut, gestern war Sonntag. Genau, und deswegen sollte er schon alles haben. Er hat auch schon die erste Nacht in unserer wunderschönen Kaserne verbracht. Ja, das klingt gut. Ah, da kennt er sich ja schon ein bisschen aus. Da wird es ja ein Klacks für ihn werden. Ach, hier rein, okay. Genau. Zwanzig ist in die Richtung. Mist, jetzt habe ich. Jetzt habe ich. Morgen, aufstehen, Herr Stolensky. Einmal antreten zur Ausbildung, bitte. Schönen guten Morgen. General Shotgun, mein Name. Das ist Colonel Abene. Und wir werden jetzt mit Ihnen die Ausbildung durchführen. Leider habe ich heute meine Übungsgranaten vergessen, sonst hätte ich Sie hier mit der Übungsgranate geweckt. Das ist mal ganz besonders was Feines. Aber hat auch so geklappt, Sie waren schon munter. Kommen Sie mit. Ja. Okay. Folgen Sie dem Colonel, bitte. Gut, wir werden jetzt als allererstes mit der Grundausbildung beginnen. Also bitte einmal einsteigen. Geht doch auf den Passagiersitz. Mich können Sie soweit ignorieren, ich gucke mir das Ganze nur an. Der Colonel parkt aus wie James Bond. So, herzlich willkommen bei unserem Rundparcours. Dann einmal bitte hier vorne an der Kiste einkleiden, wie Sie es auch im regulären Dienst tun würden, Ihrem Rang entsprechend bitte. Haben wir ja Glück, dass heute richtig schönes Wetter ist hier. Alles zum Glück öfter der Fall.
Okay, das sieht fast gut aus, bis auf die Kopfbedeckung. Ja, da habe ich jetzt keinen Plan. Alles ist erlaubt, außer Helme und irgendwas, was das Gesicht verdeckt. So ist auch gut. Okay. Ja, also ist ein nicer Tag. Genau. Dann würde ich Sie einmal bitten, den Parcours hier zu absolvieren. Starten tun Sie da drüben. Und bei dem ersten Part empfehle ich Ihnen Ohrstöpsel. Sollten Sie in Ihren Taschen finden. Ja. Habe ich soweit. Okay, dann dürfen Sie jetzt anfangen zu krabbeln. Einmal darüber balancieren, perfekt. Und einmal die Leiter auf der einen Seite hoch und die anderen Seite die Leiter wieder herabsteigen. Einmal wieder zurück bitte, das probieren Sie mal bitte zu übersteigen. Perfekt. Es sind noch zwei Ziele am Leben. Und dann noch einmal bitte drunter durch. Okay, das sieht soweit gut aus. Dann bitte noch mal einmal alle Teile Ihrer Ausrüstung benennen, also Weste und Anzug und so weiter. Tragegurt schwarz und eine Vermin 45 ACP. Okay, und Ihre Uniform? Marschall. Okay, sehr gut. Dann einmal einsteigen. Nehmen wir eine Sekunde geben, ich muss mal kurz gucken, ob wir gerade Platz auf unserer Schießbahn haben. Na, das sah doch schon mal ganz gut aus, soweit. Sie haben natürlich immer wieder die Möglichkeit, Vor- und Nacheinsätzen das immer wieder zu machen und verschiedene Dinge nochmal nachzuholen oder effizienter, genauer zu trainieren, ne? Also Sie können jederzeit hier herkommen, wenn Sie sich anmelden. Okay. Okay, Sie dürfen, ich habe noch nicht gesagt einsteigen. Ich muss nur meinem Navi was nachgucken. So, einmal aussteigen. Und dann sehen Sie auf der Karte den Eintrag Basic Training. Ja. Dort bitte einmal einen Punkt hinsetzen. Ja. Mal bitte im Gruppenkanal. Oder sonst im für alle sichtbaren Global. Perfekt, hab ich. Okay. Dann einmal bitte die Waffe in den Anschlag nehmen. Okay. Und einmal Waffe senken. Perfekt. Einmal bitte alle Feuermodi, die diese Waffe bietet, durchgehen und mit jedem einen Schuss da drüben in die Wand abgeben. Okay, das klappt auch wunderbar. Jetzt dürfen Sie einmal einsteigen.
Und wir fahren einmal zum Schießplatz. Stört Sie das, wenn ich die Klima ein bisschen kälter mache? Nö, nö. Gut, weil also es mich stört's nicht. Ist heute sehr warm. Ja, ich habe meine Mütze heute nicht an. Ja, ich sehe schon. So. Sie dürfen sich jetzt eine ganz beliebige Schießposition aussuchen. Okay. Also. Sie müssen jetzt innerhalb von 30 Sekunden 5 Ziele treffen. Ich hole einmal meine Stoppuhr raus. Ich sag's immer wieder gerne, Rekord liegt inzwischen bei 5 Sekunden für die 5 Ziele. Okay. Los. Sind Sie bereit? Ja. Wir gehen auf die Plätze. Fertig. Los. 1. 2 3 4 5 Perfekt, 14 Sekunden ist auch keine schlechte Zeit. So, dann bitte einmal alle Waffenteile benennen, die sie in ihrer Waffe haben. Ich glaube, das Headset hat gerade Probleme. Ja, nicht nur das Headset. Sonst müssen Sie mal gucken, sonst holen Sie sich in unserer Ausrüstungskammer gleich ein neues Headset, dann sollen Sie den Funk auch wieder verstehen. Ich hab keinen Plan. Geht wieder? Ja. Okay, dann bitte einmal alle Waffenteile benennen. Wie jetzt genau? Alle Waffenteile, die sie an der Waffe haben, also alles im Zubehör, sprich Visiere, Laufaufsätze. ACO rot. Okay. Kaliber der Waffe? 45 ACP, 30 Schuss. Okay, gut. Wenn sie wollen, können sie auch noch einen passenden Schalldämpfer im Dienst tragen. Hat einfach den Vorteil, dass wenn wir dann doch mal schießen müssen, nicht die halbe Insel zusammenzuckt. Genau. Perfekt. Dann geht's jetzt weiter, und zwar zum praktischen Teil der Übung. Wir werden jetzt einmal einen Trainingsparcours absolvieren. Okay. Immer gern gemocht von unseren Rekruten hier. Ja. Also Sie müssen jetzt einmal praktisch hier durchlaufen und das Ganze erfolgreich sichern. Wenn Sie möchten, können Sie mit auch gerne die Funkprüfung mitmachen, das bietet sich nämlich an. Dann werde ich auch noch auf Dinge achten wie Absprache mit Ihren Teamkameraden und dem Einsatzleiter.
Also möchten Sie die Funkprüfung gleich noch mitmachen? Ich kann sie irgendwie gerade nicht hören. Ich glaube, wir haben sich irgendwas vor den Mund geklebt. Ja, muss ich überlegen. Ich glaube, ich mache erstmal so. Also sonst, Funkprüfung müssen sie so oder so früher oder später machen und es bietet sich halt einfach an, da sie einfach... Ja, aber in sowas habe ich halt noch nicht wirklich viel Übung. Sonst probieren sie es einfach aus und wenn es nicht in Ordnung ist, bestehen sie den Waffenkurs trotzdem. Ja, dann nehmen wir das einfach raus aus der Wertung dann, ne? Ja. Shotgun, würden Sie unserem Rekruten die Ehre erweisen, mit ihm den Parcours zu absolvieren? Ja, ich wollte mir das von oben mal angucken, aber ich kann natürlich auch das mit ihm zusammen machen. Uns kann ich auch. Ja, ich hätte mir das gerne mal von oben angeschaut, weil, wie gesagt, ich habe das noch nie gesehen. Wenn Sie so gütig wären, Herr Körner, dann mache ich das mal. Würde ich von hier oben mal gucken. Nächstes Mal mache ich dann unten mit. So, dann muss ich einmal meinen. Die Übersicht ist gerade so schön hier. Okay, also, wir beide werden Sie diesen Parcours absolvieren. Sie sprechen sich bitte einerseits mit mir ab, wenn Sie zum Beispiel einen Raum stürmen, wie viele Ziele Sie sehen, wenn Sie ein Ziel eliminieren. Okay. Einmal bestätigen und geben auch der Leitstelle durch, wenn Sie irgendetwas auffälliges sehen oder das Gebäude dann gesichert wurde. Okay. Gut. Sind Sie bereit? Ja. Dann dürfen Sie vorgehen. Okay, betrete jetzt das Haus. Okay, ich habe ein Ziel geradeaus. Ziel ist ausgeschaltet. Okay. Sicher die Ecken. Ein Ziel. Ausgeschaltet. Okay, rechts ist sicher. Okay, ein weiteres Ziel ist von uns ausgeschaltet. Linke Raumhälfte ist sicher. Den Ziel. Ausgeschaltet. Okay, sichern Sie den weiteren Verlauf des Raumes. Dann decke ich Ihren Rücken. So, sicher. Hier. Kann ich sicher die rechte Raumhälfte, sie die linke? Ziel 1. Okay, ich habe das Ziel im nächsten Raum. Sichern Sie die linke Ecke? Ziel eliminiert. Okay, ich überprüfe den Vorsprung da rechts. Okay, Raum ist sicher. Sicher die rechte Hälfte. Soweit kein Ziel bis hier. Also ich hatte die linke Raumhälfte, sie die rechte bereit? Ein Ziel noch. Zwei wurden eliminiert von drei. Okay. Bereit? Jo. Los. Links sicher. Zwei Fahrzeuge, ein Quad und ein Ifrit. Links sicher. Einer hinterm Ifrit. Ausgeschaltet. Ja, noch die Reihen weiter Raumhälfte. Hinterm Quad ist auch noch einer. Hab ihn. Hier noch ein Ziel. Auch hinterm Ifrit. Jupp. Ausgeschaltet. Ausgeschaltet. Rücke vor. Okay, ist sicher Ihre Ecke da hinten. Achtung. Bleiben Sie stehen. Ein Ziel. Ein Ziel. Hab's. Eins auch noch auf dem Gang, okay. Ecke sicher. Ja, auch, die rechte Hälfte. Okay, Sie sichern links, ich sicher rechts. Okay. Weit? Jo. Los. Rechts sicher. Ziel eliminiert. Okay, nächster Raum, ich sicher wieder rechts, hier links. Ein Ziel gesichtet, Ihre Seite. Hinter Deckung. Bereit? Jo. Los. Rechts sicher. Links sicher.
Da ist noch eine Ecke. Die einzige auf den Gang gesichtet. Ausgeschaltet, noch ein Ziel gesichtet. Ausgeschaltet. Okay. Gang scheint sicher. Ich werde vorher jetzt eine Rauchgranate werfen, damit wir die Räume hier sichern können. Okay. Sich hier die rechten Räume, sich die linken, okay. Bereit? Sichern Sie links? Ja. Und los. Ziel. Zwei Ziele eliminiert. Bei mir auch, Raum sicher. Nächster Raum, ich wieder rechts. Sicher. Sicher. Vorrücken, sicher rechts. Ein Ziel gesichtet, linke Seite. Rechts eins drunter. Perfekt. Ein Ziel down. Ja. So, jetzt hier noch ein Ziel gesichtet. Hinter Deckung. Ausgeschaltet. Sicher. Hier gehen Sie vor. Ich gucke links. Ein Ziel hinter Deckung. Zwei Ziele. Noch eins ganz in der Ecke. Okay. Auf drei sichern Sie links, ich rechts breit. Ja. Eins, zwei, drei. Rechts sicher. Links sicher. Okay, sehr gut. Gut. Dann, ja, noch kurz zur Funkausbildung. Was ist, jetzt noch fragen Sie, was ist wichtig, wenn man funkt? Dass man jetzt nicht unbedingt darauf achtet, wie höflich man ist, kurz und knapp. Weil wenn man einem einen Roman erzählt, dann hilft das einem nicht weiter, weil wenn der Kollege dann tot ist. Weil man muss eigentlich nur erzählen oder kurz und knapp, wo er ist und vielleicht hinter Deckung oder so, weil man muss ihm ja nicht erzählen, wie der Gegner aussieht und alles und bla. Okay, gut. Noch was? Formalität? Wie beginnt man den Funkspruch? Wie beendet man ihn? Eigentlich mit an wen es geht und ich glaube zum Schluss mit kommen. Oder mit der Ende. Gut, also alles soweit richtig. Und zum Mängeln war jetzt bei der beim Sichern des Raumes auch nichts. Einzig und allein, dass sie hätten der Leitstelle durchgeben können am Ende, dass das Gebiet erfolgreich gesichert wurde. Okay. Ich hätte noch eine kleine Anmerkung, und zwar ist mir aufgefallen, dass sie beide zum gleichen Zeitpunkt nachgeladen haben. Es ist immer ganz wichtig, dass wenn einer nachlädt, dass er seinem Partner Bescheid sagt, lade nach, damit der andere eben eine ungesicherte Waffe hat und in dem Moment reagieren kann. Weil manchmal passiert es halt, dass ein Gegner in dem Moment um die Ecke kommt, wenn man nachlädt, und dann ist es relativ schnell tödlich. Ja, deswegen, wenn sie merken, ihr Magazin wird leer, dann sagen sie kurz, muss nachladen, und dann weiß der andere dementsprechend, dass er die Waffe auf die Wand richtet oder je nachdem auf den Eingang. Und wenn sie dann beide wieder eine entsicherte Waffe haben und bereit sind, dann geht's weiter in dem Moment. Also das ist das, was mir jetzt noch aufgefallen ist. Ansonsten sah das schon ganz gut aus. Okay. Okay. So. Geht nochmal. Wie bitte? Dann warst du doch erstmal für ihre ersten beiden Ausbildungen. Würde ich sagen, ist alles bestanden. Tja. Yay. Er ist der Ausbilder, wenn er das sagt, dann heiße ich Sie herzlich willkommen in der Scott Security. Wie gesagt, in der nächsten Zeit, bis Sie Ihr Alter erreicht haben, Sie haben ja gesagt, Sie haben in 2 Wochen Geburtstag, können Sie erstmal bei uns mitfahren, Erfahrung sammeln und gegebenenfalls nehmen wir Sie auch auf Einsätze mit, natürlich unter einer besonderen Schutzfunktion. Und ansonsten habe ich nichts dagegen, wenn Sie unser neuer Agent wären. Jo, ja? Mich freuen. Ja, das ist doch schön. Dann würde ich sagen, der Lieutenant bzw. der Colonel fährt Sie jetzt zurück in Ihr Mannschaftsheim. Und ja, dann machen wir soweit die Papiere fertig und dann melden wir uns spätestens morgen bei Ihnen, ne? Jo. Dann können Sie jetzt den sonnigen Tag auf der Insel noch ein bisschen genießen, Ihre Waffe reinigen und dann sehen wir uns bald im Dienst. Jo, schönen Tag noch.
Ja, wünsche ich Ihnen auch, ne? Ja, so sieht die Ausbildung bei den Scots aus. Wir haben das jetzt mal in der Theorie und in der Praxis sind wir das jetzt mal durchgegangen mit einem neuen wirklichen Agenten bei uns. Damit auch Außenstehende, dass man sehen, wie das bei uns so abläuft. Und ja, also es ist relativ gut und auch schaffbar. Und deswegen freue ich mich, dass es so gut geklappt hat heute von der Zeit her und wollte das halt einfach mal aufnehmen, dass wir das mal sehen oder auch mal ein Beispiel dafür haben, wenn Leute fragen, wie das so bei uns läuft. Ja, das war's eigentlich schon. Dann gibt es natürlich noch die Waffenausbildung auf die Ferne, also sogenannte Sniperwaffen für die lange Schießbahn. Das machen wir irgendwann nochmal, aber das zählt natürlich nicht für die neuen Privates bei uns, sondern dann für spezielle Scharfschützen, die bei uns dann ihre adäquate Ausbildung machen. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und bis bald. Wir sehen uns auf der Insel. Tschüss.